Ich sag hallo und herzlich willkommen zu einem Rennen zwischen einem wirklich wunderschönen Globetrotter XL mit 750 PS und dem Fumpi. Genau, den besten Scania. Ah ja, und wir haben einen extra Linienrichter eingeführt, der natürlich jetzt seinen Namen natürlich wieder geändert hat, natürlich, war ja klar. Der Düngens, einen schönen guten Tag auch zu dir. Hallo. Und ja, wir hatten es versprochen gehabt. Wir hatten es wirklich versprochen gehabt. Wir hatten auch schon eigentlich vorgehabt, das schon ein bisschen eher zu machen. Aber die Technik hat ein bisschen dem Fumpi mit ins Boot gespielt. Natürlich ist es kein Fahrer, hallo. Er hatte ein Problem. Thorsten. Er hatte ein Problem. Der Volvo rostet. Ja, ja, klar. Er hatte ein Problem gehabt. Er hatte in der Playerliste, die wir ja kennen, als Multiplayer, natürlich, wir sind wieder auf dem Multiplayer-Server EU4, und er hatte in den Settings, hatte er den Speedlimiter angehabt und sich gewundert, warum zum Henker kommt da nichts an. Ich habe dort nichts geändert gehabt. So, wir haben es aber geklärt. Jetzt kann er mittlerweile über 90 fahren, ja, ja. Und wir haben uns geeinigt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir mindestens bis zum, dass wir bis zu der Brücke da vorne, also hier, da steht er irgendwo in 468 Metern und wird dann, der zeichnet übrigens auch auf der lieben Düngens und wird mir die Videodaten natürlich zur Verfügung stellen. Ja. Und ich habe das Gefühl, der Funke will unbedingt verlieren. Deswegen würde ich sagen, Düngens, du hast jetzt das Kommando. Ich konzentriere mich einfach darauf, den kleinen Scanner neben mir da einfach entspannt zu zerlegen. Machen wir dann. Okay, also ich zähle dann runter und bei Start dürft ihr losfahren, ja? Okay. 3, 2, 1, Start. Okay. Okay, den Start hat er echt gewonnen. Fuck it. Fuck. Oh, das wird. Oh, der ist jetzt schon 20 Meter vor mir. Scheiße, was ist denn los hier? Plupp. Und wir sind weg. Okay, ganz eindeutig. Der ist doch früher losgefahren. Der ist doch früher losgefahren. Ja. Ne, der ist doch nie pünktlich losgefahren. Ja, du hast gesehen, Thorsten. Der ist nie rechtzeitig losgefahren. Never. Bei Endgeschwindigkeit. Never. Doch. Du bist nie pünktlich losgefahren. Nein. Da glaube ich nicht dran. Doch. Nein. Doch. Kannst du ja in der Aufnahme nachschauen. So. Und ich habe erfolgreich wie stehe ich denn hier? Was ist jetzt los? Er hat sie vollkommen selber zerlegt und hängt wieder überall. Wir sagen, wir sehen uns mit Sicherheit in einem der nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu einer Revanche. Zu einer Revanche, weil der Düngens, dessen Aufnahmesoftware hat auf eine zu volle Platte geschrieben. Passiert. Und Thorsten vermutet ja, dass ich so das Cheater. Ja, ist ja auch so. Weil er es einfach nicht kann. So, ich würde sagen, das Kommando geht wieder an den Düngens. Und bitte. Also ich ziehe halt wieder runter und bei Start dürfte losfahren. Genau. 3, 2, 1, Start. Okay. Das war jetzt blöd. Nochmal zurück, bitte. Neustart oder was? Ja. Okay, dann sagt mir, wenn ihr bereit seid. Mhm.
Okay. Ach ja. Thorsten und seine Fehlsturz. Stückchen vor. So. Ein ganz Stück, ganz kleines Stückchen vor. Was? Nö, auch nicht. So, ich bin bereit. Ich jetzt auch und jetzt kann es gerne nochmal bitte losgehen. Jetzt aber richtig. 3, 2, 1, Start. Okay. Neben mir. Ja, Thorsten, es ändert halt nichts am Ergebnis. Wie macht dieser Assi das? Nein, wie, jetzt mal ernsthaft. Bin mal gespannt, es, wer jetzt gleich so, vorne ist. Ein Skandier. Ja? Und ich hoffe, die Platte schreibt jetzt nicht in den kompletten vollen Bereich, ne? Nee, also sie läuft auch noch. Okay. Ich bin jetzt auf Endgeschwindigkeit 150. Ich auch. Aber warte mal, das hatte ich doch mit dem anderen. Und ich hänge wieder auf der Leitplanke. Okay, wie ihr seht, liebe Leute. Wir bedanken uns. Und. Und ich wette, wir werden das noch mehrfach wiederholen. Den Thorsten kann einfach notieren. Genau. An dieser Stelle bis später. Ich würde sagen, neue Runde, neues Glück. Ihr wisst Bescheid. Dungeons, walte des Amtes. Seid ihr beide bereit? Nein. Ja, ja. Bubi, du auch? Ich schon, ja. Mhm. Okay, dann zähle ich wieder runter. 3, 2, 1, Start. Okay, diesmal ohne Fehlstart losgekommen. Das ist nicht zum Aushalten. Ja, Thorsten, ich habe es in Forums übrigens offline erklärt, dass man mit dem Schwerlaster sogar noch schlechter loskommt. Tatsächlicherweise, du bist jetzt nicht wirklich schneller. Ihr sagt mir, wenn ihr am Buckel seid von der Brücke. Fumpi ist jetzt gleich auf dem Buckel, ja. Okay. Also Thorsten, ich weiß ja nicht, aber vor uns bis ist es besser gewesen. Ja, so. Tatsächlicherweise in der letzten Aufzeichnung. Ja. Thorsten, es ist einfach so, akzeptier es jetzt langsam mal. Es ist ein scheiß schrottiger Scania. Den wird man doch irgendwie versägen können, oder? So. Das kann doch nicht wahr sein. Aber gut, ich lasse es bei diesem Ergebnis. Fumpi hat ausnahmsweise mal gewonnen. Mhm. Dreimal in Folge? Auch wenn er die ganze Zeit nur gescheatet hat, da ist ja nichts Neues. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, bei Düngens hat die Aufnahme jetzt geklappt. Und selbst wenn nicht, wir haben 3 eindeutige Ergebnisse mit Zeugen. Mhm. Ja. Und an dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich fürs Zusehen, wünschen euch noch viel Spaß, natürlich auf diesem Kanal mit den tollen Videos und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.